So, heute sind wir wieder alle on Tour. Heute sind wir am Venice Beach. Wir nehmen heute alles mit Venice Beach, Santa Monica Pier sind wir gerade. Laufen wir entlang, hier sind wir gerade an diesem berühmt-berüchtigten Riesenrad. Da seht ihr das, alle sind am Start. Dennis ist gestern Nacht auch mal rausgekommen, also er ist heute auch mit dabei. Da ist meine Mom mit unserem Jüngsten. Alle sind am Aufnehmen hier. Dennis und Joel auch, die drehen auch einen Vlog. Oh, hier kannst du richtig so Spiele spielen und so. Ja, wo soll der dann hin, Claudi, wenn er die so einen gewinnt? So ein fettes Tier? In Flieger. Musst du noch einen Sitzplatz buchen. Ja, nice. Schön hier. Jeder nimmt hier auch für seinen eigenen Vlog. Ja, hier. Das ist nicht ganz richtig. Eigentlich voll traurig, alle haben das Handy in der Hand, anstatt es einfach zu genießen. Genau, das stimmt, ja. Ist schon schön, ne? So, wir beenden jetzt hier unseren Spaziergang mit einem Restaurantbesuch. Gerade hier Amari, Amari ist gerade wach geworden, der steht hier nämlich nebenan im Kinderwagen, aber ich sehe, es bewegt sich. Ja, wir essen erstmal noch was Schönes und dann reicht das für heute, ne? Es war echt ein langer Tag. Wir waren viel unterwegs, haben viel gesehen, war super, super schön. Wie gesagt, jetzt noch was Schönes zu essen und dann ist perfekt. Was gibt's für euch heute zu essen? Japanese A5 Wagyu Steak. Ich habe ein Dry Aged Bone Ribeye Steak und dazu ein Shrimp Cocktail. Klar, was du gibst ja keinen Shrimp-Cocktail. So ein Quatschkopf, ne? Er muss jedes Mal hier in den Videos alle unsere Zuschauer verwirren. Joel probiert Dennis sein Steak. You don't like that? You like that one better? Yeah. This one got more flavor than me. Yeah. You like that thick? You like how fast it is? It's your mouth, not mine. Everyone wants that thick meat. Wagyu Steak ist das beste Steak, was es gibt. Schön weich, schöner Mix aus Fleisch und Fett. How is your food, Alex? You got it, man. It's good. It's good. Yeah. You got the same as Dennis? No. Yeah, I got the same. Oh, yeah? Yeah, mine just cooked a little smaller. Yeah, mine is smaller. Small. Also meins, super, habe ich schon gesagt, 9,5. 9,5. Das war auch echt ein fettes Stück Fleisch. Also ich weiß nicht, welche Arschbacke von welcher Kuh das war, aber die schallt richtig rein. Ich habe jetzt hier auch gerade das hier noch probiert, war auch in Ordnung. Aber ich mag das hier mehr, die Arschbacke. Ehrlich? No chance. Wenn ihr euch das schon anguckt, liked das Ganze auch. Liken, kommentieren, abonnieren. Einfach Liebe da lassen. Und nicht vergessen, die Notification anmachen. Na gut, dann wir essen jetzt erstmal auf. Baby. Hi, Baby. Also sagst du, wir haben jetzt hier heute noch was zu erwarten? Ich weiß nicht, Elle meinte, wir haben die Hälfte gesehen. Ja, ich weiß, meine Familie sagt mir die ganze Zeit, wie war jetzt Jurassic Park und Transformers und irgendwas super war. Kann das was? Dennis, hast du richtig Hunger heute, wa? Zwei für dich? Ich wollte eigentlich immer so viel Orange Chicken, ich wollte nur so drei. Wir können das nicht anders abrechnen, deswegen wir besser sagen. Ja. Der hat schon bei dem bisschen Video. Schauen wir mal. Was soll das hier sein? Das ist mit Cream Cheese auch. Okay. Kann kein richtiger Mensch sein, oder? Meinst du, es ist kein richtiger Mensch? Ich glaub schon, ja. Weiß nicht. Was sagst du zum Essen, Bro, aber? Von 1 bis 10. Ja. Also sagst du lieber essen, bevor man hierher kommt zu den Universal Studios? Okay, sagst du Studio-Tour als erstes? Ja, aber die Warteschlange ist... Die ist heftig. Extrem. Hier werden die Kinderwagen geparkt. Jeder hat hier seinen eigenen Platz. Ich bin jetzt mal echt gespannt, was da auf uns zukommt.
this one is like this one's fellow. So eine Stunde Fahrt sagen sie. Es kann sein, dass ich einschlafe. Ja, ich glaube nicht. Ich glaube, ihr wollt Action sein, deswegen lasst ihr mich einfach. Rangesucht. Eine Stunde. Schauen wir mal. Bei einem Blick gekommen. Seid gespannt. Is it anyone's first time on the studio tour? First timers? Yeah. Yeah. Ich glaube, da filmen die gerade, oder nicht? Da unten. Oh. I don't normally sit in the trunk, though. Hey, Norman. Don't worry, we're not gonna tell anyone. Yeah, we gotta go. Ich spüre das krass, aber. And over to left, this is the original Psycho House. Mother. Komm mal, Chloe, ey, ja. Feedback zu der ganzen Geschichte, Ellen. War mega, ja. Super Spaß gemacht, war interessant. Ja. Ihr dürft nicht vergessen, dass ihr es nicht in 3D gesehen habt wie wir. Warum? Ach so. Ja, weil es war auf Video, aber wir haben es auf 3D gesehen. Ne? Da hast du recht. Ja. Daniel, Feedback. War nice. War cool? War nice. Jay, wie war's? War nice. Ah, ich würde trotzdem. Skala von 1 bis 10. Den ganzen würde ich eine 8 geben. 8? Ja. Yeah. Was? Ja, 6. Also erstmal muss ich sagen, diese Regentropfen voll in mein Gesicht rein und so, da meine Pumaschuhe voll nass geworden und so. Den hätten sich ein bisschen sparen können. Ja. Aber das mit diesen scary Dingen da, ne, wo dieser Typ im Messer gekommen ist, das fand ich auch nice. Das war nice. Das war eine 10, ne? Das war nicht eine 10, ja. Ne? Aber war eine 10. Das war eine 10, der Typ. Ja. Er kommt so angesprochen. Er lief fest, wie sagt so, oh nein. Hogwarts-Gesichter. Hey. Hey, man, put the feet up. Yeah, yo. Ah! We haven't lost anyone yet. Flieg los! What's up, man? Apparently there's a party afterwards. Oh, you doing mine too? Sehr gerne. Lasst euch schmecken. Ganz lecker. So, alles dabei, alles da. Hi, mein Engel. So, guten Appetit! Danke! So, und ich muss jetzt hier nochmal einen French Toast fertig machen. Hier gab es noch ein paar Jerseys, jetzt wird verabschiedet, denn es geht nämlich jetzt zum Spiel. Wir sehen uns auf jeden Fall. Viel Spaß! Immer so. Oh, fuck him up! Ja, wir sehen uns. Oh, Edi ist auch am Start, sagt Hi zu Edi. Danke! Hier wird gepackt. So, jetzt ist hier Aufbruchstimmung, jetzt ist der Moment gekommen, jetzt fahren sie wirklich. Ich habe hier gerade einen Fahrer geholt, da laden sie jetzt erstmal alle Kofferstücke ein. Hier ist mein Engel. Where are we going back?
Germany. You wanna go back to Germany? Na, hoffentlich erst, wenn wir im Finale den Ring geholt haben. Ja, im besten Fall. Wir drücken die Daumen. Ach ja, schön wäre es auf jeden Fall. Deswegen, das ist unser Ziel. Wenn mich jemand fragt, wann, dann sage ich nach den Finals natürlich. Sieht aus, hätte eine Bombe eingeschlagen. Das war jetzt so viel Packerei hier, ne? Tschüss, ihr Leute. Guten Heimweg. Schreibt, haltet mich auf dem Laufenden, wie es bei euch läuft, ne? Okay. Danke für die tolle Zeit. Danke euch. Mach's gut. Ciao. Ciao.